Ludendorff, North Junction vor 9 Jahren. All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Und wir dürfen uns auch direkt schon bewegen. Das ist ja wunderbar. Da darf ich euch direkt begrüßen zu meinem Let's Play von GTA 5, die PC-Version. Und wir scheinen hier irgendwo völlig ohne Vorgeschichte geht's hier los. Wahrscheinlich spielen wir die Vorgeschichte. Vor 9 Jahren stand da. Anscheinend überfallen wir hier irgendwas. Und ich komme ja schon. Echt mal, hinter den Rücken, aber zack. So, hier kommen auch noch ein paar Geiseln dazu. Na. Schön vorsichtig, mein Freund, schön vorsichtig. Oh, ich habe mich so lange auf dieses Spiel gefreut. Das glaubt ihr gar nicht. Leider gab es zwischendrin für alle PCler wie mich natürlich viele Ärgernisse, aber jetzt ist das Spiel endlich da und betriebsbereit. Und ich freue mich einfach total auf dieses Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin mal gespannt, was wir hier alles zu sehen bekommen und was wir alles erleben werden. Oh, ich würde sagen, oh, ich bin gerade so... Oioioi. Also erstmal sollen wir hier das Handy öffnen. Das geht ja schon mal. Oh, ist das ein altes Ding? Was soll das denn? Na gut, vor 9 Jahren, ne? Da gab es noch keine hier Smartphones und sowas. Um in deine Kontakte anzusehen. Meine Kontakte, okay? Und zünden. Oh, oh. Zack! Da freut sich wer. So, Orte sind auf dem Radar durch die Markierung gelber Punkt gekennzeichnet, okay? Da muss ich mich erstmal gewöhnen, dass das so... Oh, ich muss mich hier erstmal an alles gewöhnen, verdammt! Ja, ich habe vorher noch nicht gespielt, ich habe nicht in das Spiel reingeschaut. Hier ist alles total Neuland für mich. Also bitte ich euch natürlich drum, falls ihr das Spiel schon kennt, keine Spoilerei. Sowas macht man nicht. Ich muss sagen, grafisch ist das schon mal ziemlich schön hier anzusehen. Wasser. So, guten Tag, ich bin der Peter. Objekte sind dann auf dem Radar durch die Markierung grüner Punkt gekennzeichnet. Objekte. Kohle. Lecker. Oh, there's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Stimmt, ein bisschen mehr wäre schöner. Come on, move it. Beweg dich. Was ist denn das da oben? Ist das meine Munitionsanzeige? Ja, genau. Ich habe 1970 Schuss, 25 momentan im Magazin. Okay, da haben wir auch schon die erste Waffe gehabt. Hey, du Drecksau. I saw your face, I remember you. You forget a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. Ey, was, wo? Halte links alt gedrückt, um dir die zum Wechseln verfügbaren Charakter anzusehen. Und mit der Maus können wir es auswählen. Oh, das ist ja episch. Zack! Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Also wir können ja auch mehrere Charaktere nutzen. Das wusste ich natürlich schon. Das ist ja eine der Neuerungen, dass wir hier mehrere spielbare Charaktere haben. Welche genau, weiß ich noch nicht. Aber was ich schon mal geil finde beim Schießen, seht euch mal an hier, die Munitionskammer entlädt. Das sind alles so Effekte, die kennt man von den alten GTAs noch nicht so groß. Allgemein muss ich sagen, zum Vorgänger GTA 4 riesiger Unterschied jetzt schon optisch zu sehen. Mal sehen, ob auch spielerisch was ist, denn GTA 4 war ja zwischendrin dann irgendwann langweilig, weil immer nach A fahren, umnieten, zurückfahren, fertig. Drücke Q, um in Deckung zu gehen, das kenne ich auch noch von früher. I'm sending the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Jetzt momentan können wir keinen Charakter wechseln, also müssen wir jetzt erstmal mit dem hier spielen. Okay. Boah. Oh, fuck, you hear that? Drücke erneut Q, um aus der Deckung, die brauche ich nicht, ich bin einfach weggelaufen. Rolltor aufmachen, kann ich probieren. Ist offen! Ein Spitzel? Oh shit. Verschwindet, Cops! Ich habe heute ganz schlechte Laune und jede Menge Geld. Oh, hier ist Schnee, ist das nicht schön? Zack! Aber da sind noch jede Menge rote Punkte auf der Karte.
Haben wir auch andere Waffen eigentlich? Oh, wir haben noch eine Knarre. Don't be as dumb as you look. Press forward. Ja, erstmal schön daneben schießen. Zack. Headshot, Baby. Get out of the way or suffer the consequence. Move, move, move. Okay, jetzt reicht's. Don't be an idiot. Oh, die schießen selbst auf den Boden noch weiter. Das ist ja geil. Verschwindet! Können wir nicht irgendein Auto hier nehmen? Wenn ich irgendwie... Nee, schade. Halte gedrückt, was? Ohne zu zielen und beim Laufen zu schießen, okay. Okay, also wir können auch ohne zu zielen hier schießen, indem wir einfach so machen. Natürlich auch ganz praktisch. Können wir hier irgendeine Waffe mitnehmen? Die Schrotflinte hier zum Beispiel. Ja, das sieht gut aus. Na kommt her! Das ist unser Geld und das werdet ihr nicht bekommen. Oh, das sieht einfach so schön aus hier. Ich habe mich kein bisschen spoilern lassen vor der PC-Version. Also ich habe auch keine Ahnung, wie die Konsolenversion aussieht. Aber ich muss sagen, für PC optisch... Finde ich, ist es echt ein Highlight. Vor allem, wenn man bisher nur die vorherigen GTAs gewöhnt ist und keinen Eindruck davon hatte, wie die Konsolenversion aussieht. Ja, willst du auf mich ballern? Ja, batz, batz. Boah, wie viele kommen da denn noch? Erreiche das Auto. Ah, ich treffe dich. Ich bin zu blöd zum Zielen. Zack. Erstmal nochmal schön hier das Auto beschädigen. Okay, das Auto ist soweit da. Gibt es noch welche? Ne, die roten Punkte sind weg. Was haben wir denn da unten überhaupt für komische Anzeigen? Gelb, blau, dunkelgrün, hellgrün. Noch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber anscheinend darf ich fahren. Das ist eine schlechte Idee. Wäre schon mal ein GTA Let's Play von mir... Ach nee, ich darf nicht fahren, gut. Mich fahren lassen ist ganz schlecht. Lol. Oh, noch mehr Cops. Ich glaube, wir müssen ballern. Ja, dann zeigen wir es denen mal. Oh nein, oh nein, oh nein. Der Affe ist hin, was? Muss ich jetzt fahren? Zack. Das war schön. Woo. Oh ja, ich darf fahren. Jetzt auch noch zum Helikopter. Okay, ich gebe mein Bestes. Du bist kein Cop. Vor dem Zug, okay. Ah, Entschuldigung. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Es tut mir leid. Verschwindet! Ich glaube, das hat den weh getan. Oh shit. Würdet ihr mal bitte ballern? Ich versuche hier inzwischen rauszukommen. Und weiter geht's. Oh, das ist so viel Action hier am Anfang. Das ist so viel Action für mich. Normalerweise fangen die GTAs doch immer ganz ruhig an. Erstmal irgendwie mit einer Einleitungsmission. Und hier muss ich direkt ballern und fahren und hast du nicht gesehen. Ah, ah, ah. Ja, ich glaube, das Grüne ist meine Lebensenergie. Da ist nämlich gerade ein Stück von abgegangen. Und... Oh, shit. Das Auto dürfte hin sein. You guys all right? Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No. Hey. Stick to the plan. What? Was für ein Plan? Stick to the fucking plan. Was ist der Plan? Das mit den Cops war doch garantiert nicht geplant. Where the fuck's the chopper? Fuck. Und wer seid ihr schon wieder? The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Oh shit! I'm hit! Oh Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it! I'm fucking gonna bleed out! Go! No! Hau ab! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you!
nicht mit mir. Ich lasse dich nicht zurück. Ah, nachladen ist für den Arsch. Boah, das finde ich cool, dass die noch weiter ballern, wenn die schon am Boden sind. I'm standing here. Finish me. Oh Gott, kommen da viele. Die, you cocksuckers! Du duckst dich nicht echt hinter den kaputten Zaun. Die, das hat voll den Nutzen. Oh shit, wer kommt da? Hey, you, you, hey. Wer ist das? Oh, jetzt kommt immer noch mehr Schnee dazu hier. Oh, ich sehe nichts. Aber das ist gut, so kann man entkommen. Da könnt ihr blind feuern, wie ihr wollt. Das wird nichts. Boah, das nenne ich mal eine actionreiche Einleitung, mein lieber Scholli. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir irgendwo erstmal, was weiß ich, an einem Flughafen starten oder so. Jetzt sind wir bei einer Beerdigung. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps. Das ist doch der Scharfschütze, oder? We are born of sin and we die in sin. And in this, like anybody else. Father. Und ist das nicht eigentlich der, der beerdigt werden sollte? But we know that you will show mercy to our friend. Oder reden wir hier von einem anderen, weil der Typ heißt doch auch Michael. Den kenne ich natürlich aus den GTA 5 Artikeln. Und zack. Jetzt würde ich sagen, startet das Spiel, oder was, ey? Jetzt geht's ab hier. Das eben war nur Geplänkel, ne? Also jetzt geht's richtig los. Alles kaputt fahren, kaputt ballern. Ich hab Lust. Und einen schwarzen Bildschirm. Ach nee, doch nicht. Your son, James. He's a good kid. Ja, gehe ich mal von aus. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Oh, wie ich Psychologen hasse, ey. Oh. Die sitzen immer so selbstgefällig da. Oh, lass uns es raus. Sagen Sie mir, was Sie fühlen. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Aber grafisch ist das Spiel echt genial, muss ich sagen. So, wo sind wir denn hier? Willkommen in Los Santos, würde ich mal sagen. Oh Gott, sieht das geil aus, Leute. Ich habe so Bock auf dieses Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Ja, drei spielbare Charaktere gibt es hier, soweit ich weiß. Die werden jetzt wahrscheinlich alle der Reihe nach eingeleitet. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oh yeah. Oh, ich bin so heiß auf dieses Spiel einfach. Was ich hier sehe, gefällt mir. Ich freue mich echt so derb auf dieses Let's Play. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, aber ich denke, es wird sehr lange dauern. Weil sicherlich gibt es hier wieder jede Menge Aktivitäten und Nebenmissionen. Bulle, der einen Penner vom Strand vertreibt. Ja, ja, die Schattenseiten des amerikanischen Traums.
Die einen haben Knete, die anderen nicht. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Ich glaube, das ist schon der zweite spielbare Charakter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Oh, Kaktus, ich will ihn lecken. Spitting out right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Die verstehen sich ziemlich gut, wie es aussieht. So. Damn, this nigga must got the baby. Oh, eine Katze! Katze! Ich wollte dich nicht treten, tut mir leid. Komm her. Komm, Kätzchen. Verdammt. Nicht auf die Straße rennen, das ist gefährlich. Schlaue Katze. Wähle eins der Autos. Ich liebe natürlich Rot, aber das Weiße sieht so cool aus. F, um in ein Fahrzeug zu steigen. Oh. Das Weiße ist hübscher, das liebe ich. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Jetzt noch schön das Verdeck runter. Mit H können wir also Cabrios öffnen und schließen, okay. Aber geschlossen fand ich's geiler. Oh, drücke hier, um die Kamera beim Fahren zu fokussieren. Okay. Oh, shit. Ah! LKW! Ah! Ah! Ach, gedrückt halten. Okay, ah! Fähigkeit aktivieren. Das ist die Fähigkeit von dem also. Ach, Zeitlupe oder was? Dann Spezialfähigkeiten-Balken. Das ist der gelbe. Okay, also der gelbe Balken steht für unseren Fokus-Power, sage ich jetzt mal. Oh, shit. Wieso gebt ihr mir Autos? Wisst ihr nicht, wie gefährlich das ist, mir Autos zu geben? Und dann auch noch schnelle Motorradfahrer, das muss ich jetzt machen. Verdammt, voll vorbeigesegelt. Naja, gib mir noch ein paar Videos Zeit und ich semmle jeden Motorradfahrer weg. Oh, entschuldige. Verzeihung. Fahrradfahrer. Zack. Sowas habe ich vermisst. So, ah, hier sind Filmstudios, die ersten. Willkommen in Vinewood. Entschuldigung, Alien. Aus dem Weg, Frau. Oh, shit. Ah. Oh, wie mein Auto jetzt schon aussieht. Also, mir Autos geben ist eine ziemlich gefährliche Sache. Oh, shit. Aber in ein paar Videos... Weg da. In ein paar Videos habe ich das garantiert, die Dreh voll raus, wie man fährt. Es geht ja jetzt schon besser als eben. Um dein Fahrzeug in der Luft zu kontrollieren. Man kann das in der Luft kontrollieren. Kann man echt? Cool. Und... Ah, left, sagt er. Oh. So packt man ein. Kameraperspektive. Oh ja. Nein! Nein! Ich wollte V drücken, nicht F. Wieso macht ihr das? Was soll das? Oh. Oh nee, Kontrollpunkt. Wo ist ein Kontrollpunkt? Ach da. Oh nee, voll aus dem Auto gejumpt und ins nächste Auto rein. So gehört sich das. Habe ich echt toll gemacht. Hey, look out for yourself, dog. Mit solchen Einstellungen fahre ich immer gern. Oh shit. Please, homie.
Aber das ist einfach nicht der GTA-Style. GTA-Style ist einfach Kamera von hinten, finde ich. Deshalb werde ich damit wahrscheinlich auch hier fahren. Kameraperspektive wechsle ich nicht nochmal. So, wenigstens ist mein Auto jetzt wieder ganz. So, sag mir, wo wir lang fahren wollen. Oh, hallo. Ah, shit. Ey, mach hier keinen Biss. Lass die anderen Autos in Ruhe. Miau. Bus! Okay, können wir machen. Okay, wo darf ich denn hin? Scheinwerfer. Drücke H. Aha, H gedrückt ist, wenn ich das Dach zum Beispiel zumachen will. Und H einmal drücken ist dafür. Was ist denn die Hupe, wenn es H nicht ist? G ist es schon mal nicht. Okay, na, das werden wir schon noch herausfinden. Ach, wir sollen hier gar nicht parken. Ich dachte, wir wären hier vielleicht schon an einem Ziel. Wo zur Hölle fährst du lang? Warum zur Hölle nimmst du mich nicht mit? Ah, hier unten muss ich rein. Dein Fahren wird, um ein Fahrzeug in der Luft besser kontrollieren zu können. Okay. Also, ähnlich wie bei GTA San Andreas haben wir hier anscheinend auch wieder Fahrerwerte. Das heißt, wenn wir länger mit irgendwelchen Karren unterwegs sind, ne? Finally, bitch. When you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Oh, nein. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Fallungslevel wird mit Hilfe von Sternen angezeigt. Ein Stern oder gar mehrere und die Polizei ist aber so nach dir. Oh shit. Da hinten kommt ein Polizeikarre. Das sehe ich auf der Karte unten. Wird euch aber nichts nützen. Wenn die Polizei mich sehen kann, ist es rot-blau. Okay. Jetzt kann sie mich gerade nicht sehen. Das heißt, wenn alles gut geht, sind wir die gleich los. Komm schon. Mach mir die Sterne weg. Ich fahr doch schön ordentlich und alles. Von den Leuchtkegeln soll ich mich weghalten. Ja, das kann ich probieren. Oh shit. Fuck, jetzt haben sie mich wieder entdeckt. X gedrückt, um dich zu ducken, während du in einem Fahrzeug sitzt. Wollen die nach mir ballern oder was? Das finde ich jetzt gar nicht nett. Zack! Ah! Das war wohl doch ein bisschen zu heftig. Ist der Cop da oben? Nee, der ist hier unten, oder? Sieht so aus. Ja, der hat mich auch wieder entdeckt. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich muss die Polizei irgendwie loswerden. Hilfe! Hallo, Auto. Boah, shit! Boah. Och Mann, da kommt doch schon wieder eins. Verschwinde! Ich habe für sowas weder Zeit noch Lust. Okay, wir machen jetzt die direkte Tour hier. Zack. Ah. Versucht mir doch jetzt mal zu folgen, Bitches. Ah. Oh, die Natur sieht ja einfach mal geil aus hier, oder was? Ich glaube nur nicht, dass mein Auto groß dafür geeignet ist, sowas zu tun. Hallo. Oh, hier sind Ölbohrtürmchen. Das ist aber fein. Ah. Buschwerk. Oh shit, da kommt ein Cop. Aber ich bin hier voll im Außenland. Im Außerhalbgebiet der Stadt. Hier sind nach wie vor überall Cops. Bringe das Auto zurück zum Autohaus. Boah, fett, man kann Autos drehen, die auf dem Kopf stehen. Wäre da nicht der Zaun im Weg? Zack. So, jetzt haben wir eine neue Kartenmarkierung. Der folgen wir doch jetzt einfach mal, dann geht's ab zur Werkstatt. Mal sehen, was die dazu sagen, dass ich das Auto ein wenig demoliert habe. Da werden sie sich sicher heftig drüber freuen. Ich nehme mal eine Abkürzung hier. Querfeld ein und so, ihr kennt's. Ah, mache ich gerne mal sowas. Upsala, sowas mache ich auch gerne.
Schon sind wir wieder auf befestigter Straße. Wunderbar. Aus dem Weg, ihr Autos. Warum hupst du so? Ich bin doch auf meiner Spur. Was willst du denn von mir, Mensch? Oh shit. Oh shit. Ah. Immer das Gleiche mit dem Peter. Wenn der einmal hinterm Steuer sitzt, dann gibt's Mord und Totschlag. Ich darf doch mal hier rechts vorbeiziehen, oder? Links, Entschuldigung. Ah, Verzeihung. Hey, behalt deinen dämlichen Mittelfinger für dich. So. Aber ich muss echt sagen, von der Optik her ist das Spiel echt atemberaubend, finde ich. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Vielleicht haben ja einige von euch auch eine Konsolenversion. Sieht man den Unterschied von der Grafik her? Weil die Grafik bei der PC-Version soll ja groß aufgemöbelt geworden sein. Aus dem Weg! Ich hab zu tun! LKW! LKW! Noch ein LKW! Ganz viele LKW! Polizei! Panik! Hier muss ich bestimmt lang. Ah, scheint, als wäre ich da. Das ist also das Autohaus, in dem unser... Wie heißt er? Francis? Hieß der Francis? Nee, Franklin. Genau, Franklin arbeitet. Okay. This racist insulted me. Hey, what's up, boy? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. Yeah. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man. Bin ich mal gespannt. I gotta go. Hey, Samuel. Menno, ich wollte sehen, wie er den ausnimmt. I'll ask you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. So, was mache ich jetzt? Willkommen in Los Santos. Du hast dein Auto wieder in Besitz genommen und bla. Och Mann. Da hat man hier so ein Sascheklapp-Nachrichten und darfst du nicht mal lesen, oder was? Steig in das Auto. Ist das hier mein Auto? Eigentlich ganz hübsch, aber weiße Autos sind mir zu Standard irgendwie. Ich will ein bisschen Farbe im Leben. Was soll das? Weiße Autos sind für Deppen. Und wenn jetzt einer von euch schreibt, dann passt doch zu dir. Oh, dann schreibe ich den oder so. Zack, rum hier. So, wir fahren mal ein bisschen langsamer. Du Arsch, bist über Rot gefahren, Drecks-Taxifahrer. Na, ich mach das auch mal. Fähigkeiten anzuschauen. So, die Fähigkeiten. Spezialfähigkeit, Ausdauer, Schießen, Stärke, Schleichen, Fliegen, Fahren, Lungenvolumen. Das sind also alles die Fähigkeiten, die wir ausbauen können, okay. She more like obsessed with sex, nigga. Oh, man, aus dem Weg, ich will hier lang. Exactly how I like my women. Zebrastreifen am Arsch! Ich begehr einen Arsch. Oh, ich muss mal hier rüber. Yeah. So, wohnen wir hier oder wohnt hier unser Kumpel? Man, shit, it's good to be home. So, Speicherfahrzeug, indem du sie in der Garage parkst, okay. So, dann steigen wir mal aus. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old TV-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Arschloch. What? Sind nur verfügbar bei Zack. Besuche einen Friseur, um dir eine neue Frisur verpassen zu lassen, okay? Das Haus im Bull zeigt unser Versteck, okay? Nett. War das meine Mutter? So, hier ist ein Bett, da können wir ja standardweise hier speichern und so. Steht auch oben gerade, das ist schön. Speichere deinen Spielstand außerhalb einer Mission, jeder Zeitoption, schnell speichern auf dem Handy. Ah, wir haben sogar schnell speichern, das ist aber Shane. Ein Kleiderschrank, können wir Kleidung wechseln, auch gut.
Stinkig oder was? Bestanden, Franklin und Lamar. So, ich würde jetzt gerne mal gucken hier. Ach, das ist die erweiterte Sache. Abschluss 50%. Sieger, nein, ich war nicht zuerst da. Wir kommen in Frieden, das ging auch nicht so gut. Hat alles nicht so gut geklappt, ne? So, wie ist denn das jetzt hier? Kann ich hier jetzt mal Kleidung wechseln oder nicht? Habe ich keine andere? Ich kann gar nichts groß machen. Ah, hier, Spiel speichern. Das können wir natürlich gerade mal machen. Speichern ist immer so eine schöne Sache. Oh, schön ins Bett knallen und erstmal eine Runde ranzen. Ja, will ich. Sonst hätte ich doch nicht gesagt speichern, oder? So. Oh, was habe ich denn hier für Musikanlagen? Mischpult. Fett. Ist jetzt im Pausenmenü, kann hier nutzt werden. Videos erstellen, brauche ich nicht. Ich würde viel lieber hier... Genau, Klamotten. Was haben wir denn so? Haben wir... Was haben wir denn so für Hemden? Du hast ja eine ganz schöne Auswahl, mein Freund. Hemden sind für den Arsch. Haben wir ein T-Shirt? So, nehmen wir mal das. Was haben wir denn für Schuhe? Die sehen so hässlich aus. Die hier sind ganz hübsch. Die haben was Schönes Rotes. Die Hosen sind ganz okay. Haben wir irgendeine Mütze? Also irgendwie kann ich die nicht auswählen. Ist ja auch relativ egal. Trautes Heim, Glück allein, würde ich mal sagen. Herrenbesuch krieg also verzieh dich. Ist das meine Mutter oder was? Oder die Schwester? So greifen, indem du N gedrückt hältst. GPS-Inventar? Was habe ich denn im Inventar? Zwischen Brillen, Hüten und Masken, die du besitzt. Okay. So, eigentlich ganz hübsch. Jetzt haben wir eine schöne Sonnenbrille hier. Okay, auf unserer Karte haben wir jetzt ein wunderschönes Auto. Ach, das ist unsere Garage, okay. So, da auf der Karte ist gerade so ein komischer blauer Kreis. Ich glaube, in solchen dunklen Ecken sind wir geschützt und können nicht gesehen werden. Deshalb dieses blaue Kreisding. So, haben wir eigentlich gerade irgendeine Aufgabe oder sollen wir einfach nur das Haus verlassen? Das weiß ich gerade überhaupt nicht, aber ich würde ohnehin sagen, dass ich zunächst... hier kann man Fernsehen gucken, nett. Ich würde sowieso sagen, dass wir hier zunächst einmal für das erste Video ein Päuschen machen. Boah. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig darauf, dieses Let's Play gemeinsam mit euch zu bestreiten. Ich bin mal gespannt, was wir hier alles zu sehen bekommen. Es wird sicherlich eine geniale Sache. Ich will die Tür aufmachen. Und ja, da würde ich sagen, rede ich gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir sehen uns bei dem nächsten Video von GTA 5 wieder. Macht's gut, gehabt euch wohl, euer Lord Peter.